einem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder mit einem Gast, und zwar der Lea. Ihr kennt sie wahrscheinlich noch aus meinen älteren YouTube-Videos, aus meinem Instagram-Kanal oder vielleicht kennt ihr sie auch einfach so, nicht von mir. Who knows? Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir drehen heute mal zusammen einen Girls Talk. Ich habe ja schon öfter auf meinem Kanal auch mit Peyton mal einen Girls Talk gedreht. Und ja, ich dachte mal, mit einer neuen Person könnte das auf jeden Fall mal neue Themen wecken, noch eine neue Meinung. Wir sind auch tatsächlich in vielen Dingen, was so diese ganzen Girls Talk Themen angeht, sehr unterschiedlich. Und ja, ich glaube, es könnte auf jeden Fall interessant werden. Willst du dich noch vorstellen, bevor wir anfangen? Ja, also ganz vergessen. Ja. Ich stelle mich nochmal vor für alle. Ich bin Lea, ich bin auf TikTok, Instagram und auch YouTube aktiv und drehe meine Videos, und wir sind zusammen. Letztes Jahr ganz viel gereist und dieses Jahr wollen wir auch wieder zusammen reisen. Den kennt ihr vielleicht aus einigen Reisevlogs, vermutlich. Ja, wir waren bestimmt. Auch Quarantäne-Buddies. Genau, wir hatten zusammen in Spanien eine wundervolle Quarantänezeit. Ich glaube, das war die verrückteste Reise, die wir zusammen betreten haben, gegangen haben. Ja, aber dieses Jahr werden auch richtig. Ja. Coole, aber das hat uns einfach anders zusammengeführt. Hat's wirklich? Ja. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Video, also mit den Fragen. Wir haben uns einige coole Fragen rausgesucht, die ihr uns bei Instagram gestellt habt. Schaut auch gerne bei unseren Instagram-Accounts vorbei, falls ihr das noch nicht getan habt und uns da noch nicht folgt. Okay. Die erste Frage geht gleich, wir haben übrigens eben meinen ersten Teil gedreht, der ist bei Lea schon online. Ja. Die erste Frage geht wieder um das Thema Periode. Wie habt ihr euren Müttern gesagt, dass ihr eure App der Woche habt? Boah, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich nicht? Nee, also gar nicht. Hast du dich aber ans erste Mal, oder wie hattest du immer? Nee, weil es ja bei mir ein bisschen anders war mit meiner Periode. Und dadurch wusste ich, dass ich sie bekommen werde. Also, na? Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es nicht. Also ich weiß es schon noch. Ich weiß, dass ich, da haben wir noch gewohnt. Und da war ich auf Toilette und ich war so. Aber ich habe dann auch irgendwie gecheckt, dass das ist, weil ich wusste ja auch von Freundinnen und so, die es halt auch bekommen haben zu der Zeit, dass das bei mir vielleicht auch bald kommen könnte. Und dann meinte ich zumindest zu meiner Mama. Ich bin direkt zu meiner Mama gegangen. Ich so, Mama, ich glaube, ich habe meine Tage bekommen. Und sie so, ja, und sie so, oh ja, komm her, ich gebe dir was. Und, ja. Also war gar nicht so spektakulär. Habt ihr Angst vor eurem ersten Mal oder hattet ihr bei eurem ersten Mal? Also, weiß ich nicht. Also ich, ja. Also ich muss sagen, ich habe da keine Angst gehabt. Ich habe mir nie große Gedanken darüber gemacht. Es war halt so, ich weiß nicht, ich habe da nie groß drüber nachgedacht. Ich habe es einfach irgendwie auf mich zukommen lassen. Ich glaube, ich werde auch nicht groß drüber nachdenken, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nächste Frage ist, wie sieht eure Hautroutine aus, damit das Make-up gut aussieht und nicht so crust? Ich habe eine relativ einfache und schlichte Hautroutine. Also ich muss sagen, ich auch nicht so viel. Ich muss sagen, dass meine Haut echt nicht viel von mir bekommt. Also echt nicht viel. Und du hast so gute Haut. Ja, vielleicht ist das ja dann der Heimgetipp, einfach weniger für die Haut machen. Also das Einzige, was ich benutze, bevor ich schlafen gehe, ist einfach so eine ganz normale Tagespflege vom BB, irgendeine, die gut riecht. Mhm. Diese Päckchen, die schmier ich mir halt die Augen wieder, weil wegen Augen, ich wollte gerade sagen Augenblauen, Augenringe. Halt Augenringe vorbeugen und so, wegen Feuchtigkeit und so. Und ansonsten, ja, benutze ich mal ab und zu so eine, so werde ich mal Haut und reinhalten haben, so würde ich eigentlich mal nur so Akne Derm stellen, ja. Aber sonst eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich mache auch jetzt nicht so krass viel. Ich schminke mich halt immer gut ab. Es geht um Make-up und wir reden um Hautroutine und immer schminken. Ja, aber egal. Sie hat so zwei Fragen. Genau, es war so zwei in einem. Also erstmal zum Abschminken oder Hautdings. Also ich schminke mich immer gut ab und ich benutze halt diese Formel von Formel Skin, die wir mal zusammen gemixt haben. Und das hat echt Wunder bei mir bewirkt. Also meine Pickel sind echt krass weniger geworden, da gut weggegangen seitdem. Das mache ich eigentlich immer vorm Schlafengehen drauf, außer ich starte irgendwie bei Freunden und habe es ja nicht dabei und vergesse es. Aber sonst eigentlich immer. Und ansonsten mache ich aber auch nichts außer vorm Schminken halt morgens irgendwie eine Feuchtigkeitscreme oder so. Aber nicht mal das mache ich regelmäßig. Also das vergesse ich auch voll oft. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach nicht zu vielen verschiedenen Produkten greift. Ja. Und sich darauf fokussieren sollte, dass man nur ein Produkt benutzt und nicht 50 verschiedene. Und darauf achtet das auch. Ja.
die Haut davon nicht so gereizt wird. Es gibt schon echt. Und nicht so 100 Schichten von allem drauf machen, ne? Ja, es gibt auch echt chemische Hautmittel, die dann, glaube ich, echt, wo viel zu viel drin ist. Und bei Make-up, ja, ich, dadurch, dass ich eine relativ reine Haut habe, klatsche ich mir halt auch nicht so viel Make-up ins Gesicht. Dadurch, dass wir ja nur unsere heutige Generation eh fast draußen nur halbwegs so gefühlt so 60% eh mit Maske rumlaufen, außer wir bewegen uns an der freien Luft, sieht man ja auch gefühlt die Hälfte des Gesichts. Ja. Und die Hälfte des Make-ups verschwindet ja eh. Ja. Deswegen braucht man sich eigentlich gar nicht so viel Make-up. Ich mache mir auch eigentlich in letzter Zeit, also Full-Face-Make-up mache ich nur voll selten. Ich mache eigentlich immer Concealer nur drauf. Also ich mache eigentlich auch Concealer. Also so, dass die Augenringe richtig abgedeckt sind. Das ist so das Wichtigste, dass ich nicht aussehe wie so eine Leiche oder sonst. Ja. Nächste Frage. Hattet ihr schon mal Freundschaft Plus? Nein. Nein, ich auch nicht. Also nichts für mich. Ich muss sagen, ich stelle mir das sogar nice vor, wenn man mit einer Person richtig gut befreundet ist und sich dann vielleicht was draus entwickelt. Aber wenn das halt wirklich irgendwie vorher abgesprochen ist und selbst dann weiß ich nicht, ob das klappen kann. Irgendwie glaube ich, dass die Freundschaft früher oder später vielleicht doch dann. Also ich würde schon sagen, dass ich ein besonderes Eifersüchtigkeits habe und ich jetzt extrem eifersüchtig wäre. Wenn die Person dann mit anderen Leuten was hat, ne? Genau, ja, aber trotzdem ist es für mich schon, dass es too much ist. Also ich würde schon sagen, das ist so, das kann man nicht mehr unter eifersüchtig gelten, weil es ist was anderes. Und ich glaube, dass das nicht mental das wäre, wo ich drauf klarkommen würde. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, ich habe mir, also ich stelle mir Freundschaft Plus halt in meiner Märchenwelt so vor, dass man einfach so richtig befreundet ist und dann halt irgendwann Plus hat, also ein bisschen mehr läuft. Und ja, aber dieses Ganze, dass man vielleicht noch mit anderen was hat und so, das ist da in meiner Märchenvorstellung gar nicht mit bei. Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Und vom Ding her ist es dann ja wieder wie eine Beziehung, also ergibt es auch keinen Sinn. Die allerletzte Frage, die wir jetzt noch haben, ist zurück zum Ex oder was haltet ihr von einer Beziehungspause? Hui, schwierige Frage für mich an der Stelle, weil ich keine Beziehung hatte, mich jetzt nicht an noch einer zu sagen. Würdest du mir raten, zurück zum Ex zu gehen? Beziehungsberater spielen. Sie spielt immer Beziehungsberater. Sie kann das besser, als man denkt, obwohl sie noch nie eine Beziehung hatte. Sie ist echt gut da drin. Das haben wir ja schon so viel gesagt. Ist sie wirklich? Ey, so weise in dem Thema. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich hier ausfahren soll. Ich hatte mit dir ja schon mal ein längeres Gespräch gehabt darüber. Also ich muss schon echt sagen, du hattest echt einen tollen Freund. Also was sie hatte, das muss man erstmal finden, finde ich. Aber ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also die Frage ist halt, ob sowas nochmal funktioniert, weil man trennt sich ja aus irgendeinem Grund. Und ich sag mal so, wenn man dann sich aus dem Grund trennt und dann ein paar Wochen später wieder zusammenkommt, ist der Grund nicht unbedingt behoben, wisst ihr? So, das ist halt, das steht immer noch im Raum und ein Mensch ändert sich auch nicht innerhalb von ein paar Wochen direkt. Und ich sag mal so, wenn man sich irgendwann wieder trifft, nach ein paar Jahren und wirklich füreinander bestimmt ist, vielleicht klappt es dann, wieder zurück wegzugehen. Aber so direkt nach einer Trennung hätte ich gesagt, eher nicht. Und überleg dir, was der Grund für die Trennung war. So, verarbeite das und dann schau halt. Aber entwickel dich erstmal weiter. Du brauchst erstmal einen Prozess in dir selber. So einen Prozess um dich herum. Du musst neue Leute kennenlernen und dann kannst du an dir arbeiten, kann dein Partner, Ex-Partner an sich arbeiten und vielleicht irgendwann, aber ich so direkt nach einer Trennung eher, nicht, hätte ich gesagt. Also es ergibt wenig Sinn. Okay, ich hätte gesagt, das war's dann jetzt mit dem YouTube-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wir haben bei Lea auch noch einen Teil gedreht, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich verlinke euch ihr Video einfach mal direkt in der Infobox. Ansonsten schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei und verfolgt unsere nächsten Reisen. Wir freuen uns, wir haben eben auch schon wieder eine Reise geplant. Ja, also sie ist noch nicht geplant, aber wir haben das Ziel festgelegt. Ort festgelegt. Und Zeitraum. Das ist schon mal der erste Anfang. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Das würde uns sehr freuen. Kommentiert gerne weitere Videowünsche oder was ihr ansonsten noch von uns sehen wollt. Wenn ich weitere Videos mit Lea drehen soll, kommentiert das auch gerne. Und ja, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video wieder und bis dann. Ciao! Tschüss!